Und damit herzlich willkommen bei meinem Abenteuer auf dem Wasser. Meine erste Solotour auf einem Fluss, auf der Mosel, zwischen Eifel und Hunsrück. Damals bin ich noch von Köln aus einmal durch die komplette Eifel mit dem Zug gefahren, was heute so nicht mehr möglich ist. Denn diese Tour hat noch vor der großen Eifelflut stattgefunden. Hier, wie man sieht, ist der Kanu-Kompaktführer Mosel. Dort kann man die Kilometeranzahl sehen, dort kann man die Hindernisse sehen. Auf der Mosel wird alle 20 Kilometer das Wasser gestaut in einer sogenannten Schleuse, die vollautomatisch funktioniert auf der Mosel. Einmal gibt es eine Schleuse für die ganz große Schifffahrt und einmal für die etwas kleineren Sportboote, aber auch als Kajakfahrer hatte ich dort keine Probleme, diese auch zu nutzen. Kein guter Einstieg hier. Ich setze direkt auf. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Bedenken mit der Schifffahrt auf der Mosel. Denn das kenne ich noch nicht, das ist auch für mich was Neues. Sieht so aus, als wäre hier ein kleiner Hafen. Und ich denke, wir müssen links rein. Am Anfang war ich noch ziemlich gespannt, wie das wohl sein wird auf der Mosel, denn die Mosel gehört zu den zweitwichtigsten Binnenfahrtsfluss, neben dem Rhein natürlich. Und dementsprechend war meine Aufregung schon groß, aber das hat sich im Laufe der Zeit ziemlich schnell relativiert, denn es macht eigentlich ziemlich Bock, die Wellen abzuspeisen, insofern man sie mit dem kleinen Scooby von vorne erwischt. Was back where I began. No matter. Was man als Kanute im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die Binnenschiffsfahrt immer Vorfahrt hat, egal was passiert. Sie kann nicht eben mal schnell den Anker werfen oder ein großes Ausweichmanöver auf einem Fluss ausführen, denn dafür sind die meisten Flüsse viel zu klein. Und davon abgesehen ist es auch sehr schwer, als Kapitän einen kleinen, schmalen Kajakfahrer zu erkennen. Generell kann man sagen, auf der Mosel bei schönem Wetter am Wochenende oder in der Ferienzeit ist schon sehr viel los. Nicht unbedingt wegen der Binnenschifffahrt, sondern vielmehr wegen den ganzen Sportbooten und Jetski-Fahrern. Und hier liegt jetzt meine erste Übernachtung an der Mosel auf einem Campingplatz hinter mir. Die Campingplätze sind sehr zahlreich an der Mosel vorhanden. Denn das Negative, wie eben schon erwähnt, ist sehr viel los, was aber auch meistens einen Vorteil hat. Und zwar gibt es dementsprechend auch viele Campingplätze an der Mosel. Und somit machte ich mich dann früh wieder auf den Weg, habe meine Sachen zusammengepackt und dann ging es weiter flussabwärts Richtung Koblenz. So I fought with my claws and teeth. So I elbowed my way to a seat. There be no kind of. Die Seite wieder wechseln. Ziemlicher Schiffsverkehr hier, auch wieder über die Wellen. Und zwar hat das den Grund, weil hier eine starke Rechtskurve, Rechtsschleife geht. Die möchte ich nicht außen fahren, sondern innen. Und dementsprechend wechsle ich jetzt das Ufer, die Moselseite. Also mich persönlich stört der ganze Trubel an der Mosel und auf der Mosel vor allem nicht. Aber hier jetzt mal ein Beispiel, wo man sehen kann, was ich eben meinte mit den Sportbooten oder Jetski-Fahrern am Wochenende bei schönem Wetter. Ja, seht selber. Ja, der Jetski-Fahrer hat eben die Leute auf dem Boot nass gemacht und die schreien rum wie die Affen gerade. Aber wie gesagt, mich persönlich stört es nicht. Ich teile gerne den Fluss auch mit anderen. Aber für diejenigen, deshalb erwähne ich das, die jetzt hier an der Mosel die absolute Ruhe suchen, ich denke, die sind hier in der Ferienzeit oder am Wochenende nicht gut aufgehoben. Okay, aber eine Sache sollte man niemals vergessen. Das gesamte Moseltal ist verdammt sexy. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Denn diese ganzen Moselschleifen mit den Weinbergen, mit den Weinstreben, ist einmalig und absolut ein Blick wert. You know I'd only let you down. I
I see you don't know what you're doing. I wonder why you come around when you see this storm is brewing. Monica, Monica, was it a lover or was it a dream? Or was it something more than what it seemed? Mosel, Romantik pur, die ich hier an dieser Stelle aber jetzt mal unterbrechen möchte, denn wie man sieht, bin ich hier an einer hochmodernen Moselschleuse angekommen, die man ganz easy an dem grünen Hebel betätigen kann. Dort gibt es dann eine digitale Anzeige, wo dann einem angezeigt wird, in wie vielen Minuten man wieder unten im Tal ist. Hier macht die Mosel einer der berühmten Schleifen. Davon werden noch jede Menge kommen. Ja, aber wunderschön. Man fragt sich immer, was kommt nach der nächsten Schleife, was kommt nach der nächsten Kurve. Es macht echt super Laune. Auch wenn man nicht wirklich schnell vorankommt, denn die Strömung ist hier echt sehr gering. Aber hier möchte man auch nicht wirklich schnell vorbei dran fahren. Ja, jetzt lasse ich mich gerade ein bisschen treiben für diese Aufnahme und schaut mal. Nicht viel, ne? Heute ist ja Montag und dementsprechend ist heute fast kein Betrieb hier auf der Mosel. Vorgestern war schon ziemlich was los hier. Aber was ich auf jeden Fall auch mal erwähnen möchte, so schön die ganzen Weinberge und Weinstreben sind, wiederholt sich das im Prinzip auch immer weiter und das in Dauerschleife sozusagen. Da war die sogenannte Mosellorelei eine sehr schöne Abwechslung, ein sehr schöner Felsen, der sozusagen mitten in der Mosel ist. Zumindest optisch gesehen sah das so aus. An der Stelle habe ich mir dann auch noch ein bisschen Windschatten zum Paddeln gesucht. Und ja, an der Stelle habe ich auch noch ebenfalls in Erinnerung, war es sehr windig. Going through the motions, I'm dreaming of the ocean as I swim above a riverbed. Life is so fraudulent. Towel off my guilt as I shuffle through the silt. Draw a line in the sand. Wonder where I should stand. I don't wanna be the one who's loose with all the bad news. It's not mine to tell. I'm not a vessel, I'm a shell full of dark matter with just a smattering of a warm glow. It's the only thing I'll let show. Do I sit by myself? Gerissen anscheinend. Ich habe hier eben kurz angesetzt. Ja, habe ein bisschen Pause gemacht. Ich höre das vorne knacksen so. Tack. Tag. Ich denke, hä, was ist das? Ich habe noch extra hier ein bisschen Luft rausgelassen. Ich denke, okay, wurde weniger, aber immer noch dieses Klack, Klack. Setzt das ins Wasser, steigt wieder ein, auf die Stange, wie immer mit dem Fuß. Und auf einmal, psch, oberste Kammer. Hier sieht man es komplett weg. Hier, vielleicht sieht man hier die Kammer. Nur noch die untere Kammer. Und ja, das wird wohl nicht reichen. Tja, da ist mir wohl der Sack geplatzt. Ich hatte einen richtig dicken Hals, kann ich mich noch sehr gut erinnern. An dieser Stelle musste ich die Tour abbrechen, denn ein Luftsack ist mir aufgerissen, die Naht. Ich dachte erst, das wäre so eine Pfandflasche, die unter meinem Sitz ist, denn es gab immer so ein leichtes Klacken, so Klack, Klack. Aber es war die Naht und dementsprechend habe ich dann damals dort die Tour abgebrochen.
die ich aber fortführen möchte, das habe ich schon letztes Jahr gesagt und davor das Jahr auch, aber 2023 möchte ich auf jeden Fall von dieser Stelle, von dieser Ortschaft weiter paddeln bis nach Koblenz, bis zum Rhein. Dann habe ich auch das letzte Stück hinter mir gebracht. Das steht für 2023 auf meinem Programm. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wo ist Sven? Ciao, ciao! I was cold, I was bold, I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is, as it is, how the world is the mess means that every